Hi Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, und weiter geht's in der Folge dunkle Geheimnisse der Erde. Versorge die Tür mit Strom. Das haben wir gerade eben gemacht, indem wir, ich zeige es auch nochmal schnell, indem wir das Rätsel hier gelöst haben. So, wenn euch denn die Folge gefällt, würde ich mich sehr, sehr zum Schluss freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, ein Like oder auch einen Kommentar. Alles sehr, sehr schön. Alles unterstützt mich. So, und jetzt schauen wir aber. Genug gequasselt, würde ich sagen. Jetzt schauen wir, wie es hier weitergeht. Haben wir hier noch was übersehen? Nee. Hier ist nichts mehr. Okay. Dass wir irgendwelche Kräuter hier übersehen. Ah, von da unten sind wir gekommen, oder? Ja, genau. Dann gehen wir mal hier rüber. Was ist da alles drin? Oh, richtig viel Zeug, sehr schön. Richtig viel Zeug. Na also, sieht intakt aus. Ermittler, versorge die Tür mit Strom. Ach so. Okay, verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Ich muss das Ding jetzt praktisch hier reinpacken. Oder? Okay. Installieren. Das sollte gehen. So, und schauen wir uns das doch mal an. Oben rechts. Unten. Oben. Oben links. Unten. Rechts oben. Rechts und oben. Hä? Oben. Links. Unten. Rechts. Oben. Achso, er ist umgedreht. Okay, das ist unten. Links. Links oben. Rechts und unten. Genau, das müsste jetzt so sein. Nicht jetzt oder was? Ich bin blöd oder was? Wenn ich jetzt das Schild so anschaue, dann ist das Ferro ist ja umgedreht, oder? Also heißt es für mich unten. Links, oben, rechts. Nein, das ist hier falsch. Okay. Die kommt rechts. Und dann müsste es passen. Das war's. Okay. Habe ich die eine Hier übersehen? Wieder Strom Okay. haben. Mal sehen, was dahinter Die ist. Dritte Projektzentrale. Alles klar. Dann gehen wir doch mal wieder hoch. Aber ich werde mir jetzt hier mal so eine Knarre mitnehmen. Ich weiß ja nie, was hier gleich hinter der Tür ist. Ich wollte die Knarre haben. Mensch. Eclipse, Sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt. Super, und die Knarre ist weg. Das hier ist kein Ort für Menschen.
verzehren. Noch so viele, Mensch. Der nicht eine Knarre dabei gehabt. Okay, wenigstens kein Elite. Ist jetzt aktuell noch 2. Das war der letzte. Oder auch nicht. Oh. Egal. Die Luft ist rein. Im Moment jedenfalls. Dann setz dich in Bewegung. Du musst Gaia finden. Oh. Darf ich erstmal mein Zeug einsammeln vielleicht? Bitte? Mein Zeug einsammeln. Mal schauen, ob sie hier ein bisschen was. Wenigstens ein bisschen Energie noch mitnehmen hier. So, Metallscherben. Nehme ich mit. Das wollte ich aber nicht. Dinger, die komischen. So. Hallo, ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia Zalos-Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Also, Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihrer. Ihrer Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Codiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen. Aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich versteh's nicht. Was genau? Es ist an einigen Stellen ziemlich technisch. Wenn Gaia Leben retten soll, warum greifen die Roboter, die sie herstellt, Menschen an? Vielleicht mag sie einige Lebensformen mehr als andere. Die Störung. Die Maschinen waren nicht immer so wütend. Das stimmt. Sie waren größtenteils gutmütig bis vor 10, 15 Jahren.
Jahrelang hat Hephaestus Brutstätten gezwungen, aggressive Maschinen herzustellen. Ich habe es selbst gesehen, in den Brutstätten. Pirscher, Verwüster, ein Donnerkiefer. Wie hat er das gemacht? Und warum? Eine gute Frage, wirklich. Okay, irgendwas hat die Maschinen oder die Werkstätten sozusagen manipuliert. Wer kann das denn gewesen sein? Das werden wir bestimmt rausfinden. Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobeck. Aber wir kommen nicht rein. Es muss einen Weg hin. Mehr Eclipse. Sei vorsichtig. Schon wieder. Oh, ey. Ah, super. Da können wir wieder nicht durchschießen. Gehen wir mal hier runter. Müssten wir sie eigentlich jetzt gleich antreffen. Willkommen. Boah, schreck mir nicht so. Dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Ich bin Samina Ebaji. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Apollo ist, aus diesem Grund, die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt, werden wir 4 wichtige Projekte gleichzeitig erarbeiten und umsetzen müssen. Erstens, der Aufbau von Datenspeichern in Ursprungsanlagen in aller Welt bei Sicherung der Redundanz. Zweitens, die Sammlung und Bearbeitung von geplant 180 Millionen einzelnen Dateneinträgen. 42 Zettabytes Daten auf Mandarin, Englisch, Spanisch und Arabisch. Drittens, der Transfer und die Kodierung dieser Daten auf DNA, eingekapselt in synthetischen Fossilien. No! Das einzige Medium, das haltbar genug ist, um sie in den kommenden Jahren... Uns steht... Wieder allein. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Sieh dich um. Sieh nach, ob hier noch irgendetwas ist. Mach ich doch. Mensch, mach ich doch. Tu mir nicht so stressen hier. Dr.
Sobek, bitte archivieren Sie dieses Geständnis in Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und Operation Enduring Victory. Mein Name ist General Aaron Harris. Von 2060 bis 2066 war ich der Vorsitzende der Stabschefs. Der hochrangigste Offizier der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. In meiner Amtszeit fielen die strategische Planung und die Aufsicht über die Operation Enduring Victory, einem Betrug, der an der Zivilbevölkerung der Vereinigten Staaten und anderer Nationen in den letzten 14 Monaten des Lebens auf diesem Planeten begangen wurde. Vor der Pharaoh-Plage machte ich meine Arbeit und ich machte sie gut. Ich war wagemutig und entschlossen, geschickt bei politischen Manövern. Es war kein Zufall, dass ich schließlich diese hohe Position bekleidete und Befehlshaber der größten mechanisierten Truppe war, die je gebaut wurde. Doch wozu hat es geführt? Meine einzige nachhaltige Errungenschaft war die Vernichtung des Lebens auf der Erde. Und meine einzige hilfreiche Tat, wenn überhaupt, war die Verzögerung dieser Vernichtung um Tage oder Wochen durch noch mehr Todesopfer. Das hier scheint der einzige Weg zu sein. Ich habe die Hoffnung, dass in der zukünftigen Welt kein Bedarf mehr an Menschen wie mir besteht. Wenn Sie einer der Menschen dieser zukünftigen Welt sind und diese Nachricht hören, sollen Sie wissen, dass es mir leid tut und ich Ihnen alles Gute wünsche. Hochachtungsvoll, Aaron Harris. Willkommen bei Eluthia, Krönung und Gipfel von Gaias untergeordneten Funktionen. Denn durch Eluthia wird die menschliche Rasse weiterhin existieren. Ich bin Patrick Broschard-Klein, leitender Alpha dieses Programms. Lassen Sie mich bitte eine Sache gleich von Anfang an klarstellen. Eluthia ist keinesfalls ein Gentechnologieprojekt. Unser Ziel ist es, das menschliche Genom zu erhalten und nicht zu verändern. Eine Momentaufnahme menschlicher Genvielfalt, eingefroren in der Zeit. Die genetische Quintessenz unserer Spezies ist unverändert. Ich sorge dafür, dass alle Aktivitäten den Klonrichtlinien von 2034 die eine neue Generation von Menschen hervorbringen sollen. Entsprechen. Okay, das ist die ganze Kammer, alles hier komplett Gaia anscheinend. Elisabeth sagte, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also war der Berg der Urmutter eine solche Anlage? Ja. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha Registry. Ich muss Elisabeths Büro durchsuchen. Hier. Okay, gibt's anscheinend nur den einen Weg. Haufen Zeug gibt's hier, ey. Roboter profitieren von Antilopini-Morphologie, obwohl Verbringen eine höhere Belastbarkeit aufweisen. Du lernst schnell Gaia, Dr. Sobek. Während meiner vergleichenden Analyse der verschiedenen Säugetierstrukturen habe ich umfassende Daten über das Klatera Aussterben gesammelt. Oh, und deine Einschätzung? Gaia? Logisch gesehen war das Aussterben eine natürliche Konsequenz. Aber ich finde den Verlust dieser Megafauna unglaublich traurig. Dass sie völlig in Vergessenheit gerieten, weckt in mir ein Gefühl der Trauer, das schwer zu beschreiben ist. Ist das ein Fehler? Nein, Gaia, gar nicht. Es ist gut. Sehr gut. Okay, das ist eine schöne... Die Gaia hat anscheinend Gefühle entwickelt, ist aber nicht gut eigentlich für eine Maschine. Es folgt eine kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elisabeth, darf ich etwas dazu sagen? Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elisabeth,
Ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Ja, doch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die Chancen stehen gut für uns. Aber wenn... Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist... Was ist, wenn es umsonst war? Elisabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Ich glaube an dich, Elisabeth. An dich und das... Oh mein Gott. Ist gar nicht gut, wenn die Gefühle haben, die Maschinen, weil ich denke, wenn sie mal nämlich sauer sind oder sowas, kann das Ganze auch in eine andere Richtung laufen. Und zwar in die entgegengesetzte. Vielleicht hat er auch die Gaia irgendwas mit den Brutstätten zu tun, dass da böse Maschinen gezüchtet worden sind. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Logik allein reicht nicht, Ted. Damit es klappt, muss Gaia ein wenig Eigeninteresse haben. Sie muss fühlen. Und wenn sie Amok läuft? Genau. Alles, was ich sage, ist, baut ein Notaus ein. Sie ist ganz jung, Ted. Ich halte ihr keine Waffe an den Kopf, wenn sie noch in der Wiege liegt. Du redest wie von einem Kind. Was, wenn sie ein Monster wird? Elisabeth, darf ich vielleicht etwas dazu sagen? Natürlich, Gaia, nur zu. Ich widerspreche nur ungern. Doch Mr. Farrows Argument ist schlüssig. Im Moment ist die Entwicklung meiner Psyche nicht vollständig vorhersehbar. Mhm, genau das habe ich gesagt. Zum sicheren Erhalt des Lebens wäre ein Notfallschalter, glaube ich, eine Notwendigkeit. Da. Zufrieden, Ted. Himmelis, mach, was sie sagt. Ah, genau das habe ich vorher schon gesagt. So, kann man hier rein? Okay, da haben wir richtig viel mitgenommen. Und wir scannen die nächste Audionachricht anscheinend, oder? Eintrag. What is that? Ah, das ist die Gaia, genau. Das ist der Bauplan anscheinend von der Gaia. Das ist praktisch der Turm, der dann irgendwann mal hochfahren sollte und die ganzen Maschinen ausschalten sollte mit einem gewissen Code. Okay. Suche ist Elizabeth Sobeck's Terminal. Ja, warum ist das nicht? Hä? Nur gerade? Ach, oh. Die Alpha Registry Master-Datei. Intakt? Ja. Sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Kopier die Datei, der weiß es ja schon, gell? Die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Mein Geburtsort. Vielleicht, wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Vielleicht ist ja auch Aloy der Notschalter sozusagen. Die Eclipse. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll.
Du bist zu wertvoll. Ich glaube, dass sie der Notschalter ist. Der es vielleicht ausschalten kann. Oder halt einschalten kann. Ich weiß es nicht. Plane einen passenderen Tod für dich, Kind. Ich hoffe, dass er nicht die Aufzeichnungen hat. Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit. Dass ich zu Ehren kommen würde als ein Streiter der Sonne. Selbst bei Gerans Ermordung, selbst als Meridian fiel, habe ich nie daran gezweifelt. Bis du gekommen bist. Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. So sicher wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel, wuchs der Zweifel in mir weiter. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt. Ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? Ist ja auch der Hiddes, glaube ich, der auch einen Ross getötet hat, unseren Ziehvater. Und was zeigt deine Narbe? Du hast es nicht geschafft. Ja, ich erinnere mich. Er kämpfte gut. Für einen Wilden. Sein Name war Rost. Und er war ein besserer Mann, als du es je sein könntest. Der bessere Mann ist der, dessen Gedärme nach dem Kampf nicht vor ihm liegen. Nein. Er war das nicht. Ich hätte dich töten können, bevor er angriff. Aber ich tat's nicht. Dieses Versagen verfolgte mich lange. Bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm, unten an dem Ort, erkannte ich endlich, wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Du solltest damals auf dem Berg überleben, Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten. Und ich sollte dich gefangen nehmen. Hier. Damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Es ist alles, wie es sein sollte. Schicksal und Vorbestimmung. Tolles Schicksal. Du folgst nur Befehlen. Keinen kosmischen Wegen. Du bist wie ein Hund, den Hades an der Leine hat. Ein Diener, den er herumschubsen kann, wie er will. Es wäre zum Lachen, wenn nicht so viele sterben müssten. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist sein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten. Sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne, Dunkel zu Licht. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König, dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf. Klar?
Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe. Was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... Naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Warum Unschuldige töten, ganz ohne Gewinn? Reine Zeitverschwendung. Das stimmt. Ich bin nicht mal da, um zuzusehen. Wie dem auch sei, ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Scheiße. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Du hast auch noch einen Fokus, dann möchte ich mir den holen. Das Messer hat schon zugestochen. Okay, ich denke mal, dass ich jetzt einen Arena-Kampf machen muss. Kaja-Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns! Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Oh mein Gott. Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumstreifen, wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Hufen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne. Aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die... Oh mein Gott. Lass sie die Erste sein von Tausenden! Meine Waffen liegen oben auf der Plattform und ich komme nicht aus diesem Ring raus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen.
Kein Plan, wie, Leute. Er will angreifen. Ich würde sagen, wie es denn hier aber weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es euch ein bisschen gefallen hat. Natürlich auch über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.